ist der Matthias nochmal. Kurzes Video. Vergangenheit ruhen lassen. Ich habe gemerkt, das will ich mitteilen, ne? Was ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig? Bloß mal kurz. Halt die Bilder, die ich hatte, was der Thüringer betrifft, ne? Wenn eine Krise kommt. Ich hatte harmonische Bilder, weißt du, darum geht's. Nicht irgendwie, also harmonische, friedliche. Dort gibt's ein kleines Flüsschen. Wäsche waschen im Fluss. Es geht. Sich selber waschen im Fluss. Es geht auch. Diese harmonischen Bilder, ich will sagen, ein einfaches Leben kann glücklich machen. Und vielleicht ist es das auch, das einfache Leben, was glücklich macht. Also vielleicht ist das ja auch das Einzigste. Ich kann nie für andere Menschen sprechen, möchte ich auch nicht, ne? Aber wenn ich mir den materiellen Kram angucke, den ich hier habe, gut, Werkzeuge tue ich mal ausklammern, weil die sind nützlich, da kann man was machen damit. Ne? Hammer, dass du irgendwo, ja, nur beispielsweise. Aber der andere Kram, wie hier, tja, ursprünglich mal ein schöner Schreibtisch, wo ich hier sitze, ist gar nicht wichtig. Es kann schön sein, ich will das nie, ne? Das Materielle soll man wahrscheinlich auch nie leugnen. Aber es ist trotzdem, das ist nie die Essenz irgendwie des Lebens oder so, weißt du. Ich habe gemerkt, ne, ich war wieder einkaufen und habe Haferflocken gebunkert. Aus der Angst heraus. Ja. Angst, ich komme unter die Räder, hier passiert was, ich kann das nie bewältigen. Und dann sagt, wie, naja, ob nur das Ego ist oder ganz egal, weil, ja, so die Angst. Die spricht dann halt zu mir. Naja, bevor du untergehst, naja gut, die Gedankengänge sind wahrscheinlich gar nicht wichtig. Aber ich merke jetzt, dass das Pendel eher dahin geht, über das, was ich gesprochen hatte, weißt du. Auch der Satz, den ich mal gehört habe von einer, naja, auf einer Zusammenkunft, wo es um Gemeinschaftsbildung so ging. Und da war eine Frau dabei, die hat gesagt, einfach, einfach leben. Also wo jeder gefragt wurde, naja, was möchte er denn dort und so weiter. Und da waren viele dabei, ja, mit, entschuldige bitte, ich muss lachen, vielleicht ist das nie angemessen, aber es ist egal, es ist erstmal da, wie die wollen halt dort eine Kläranlage haben, ne? So. Also so ein weites Spektrum, da muss ich bloß drüber lachen, weil das ist nicht mein Ding. Eine Kläranlage, na gut, Klärgrube, ne? Dieser ganze, das ganze, was dir hier von der Gesellschaft halt aufgezogen wird. Und du brauchst das nie. Es gehört nie zu einem einfachen Leben. Und da war eben auch die Frau dabei. Das war die einzigste, wo ich dann auch gemerkt habe, ne, ja, da ist eine Resonanz zu dem, was er gesagt hatte. Und der Satz sagt alles. Einfach, einfach leben.
Wie gesagt, vielleicht ist es das einfache Leben, was glücklich macht. Vielleicht ist das auch das Einzige, aber gut, dann ist wieder, die Menschen haben unterschiedliche Vorstellungen. Ich kann bloß sagen, diese Bilder, die ich halt hatte mit dem Fluss waschen, ich weiß, ich kann nicht mehr nach Thüringen. Deswegen, ich will es nur sagen, aber die Bilder zeigen mir eine Sehnsucht, eine Vorstellung, wie es sein könnte, wie es sein sollte. Ja? Ich hatte damit kein Problem. Ich sage, gut, hier in dieser Neubauwohnung, ne? Ja, ich nutze meine Waschmaschine. Ich habe keinen Kühlschrank, das ist aber noch das Wenigste. Aber gut, die Waschmaschine, die nutze ich. Aber unbedingt brauchen tue ich sie nicht. Es ist dann natürlich die Frage, wo, wenn das nicht, wo wäschst du dann deine Wäsche? Ich spreche auch nur deswegen drüber. Ja, vielleicht um den Kern zu finden, weißt du, um was geht's eigentlich? Also auch für mich. Ja. Jeder kann ja nur für sich sprechen. Das geht nie anders. Jeder kann nur für sich sprechen. Wie gesagt, ja, diese Bilder. Friedliche Bilder. Im Fluss dort Wäsche waschen, dann habe ich auch vor meinem inneren Auge so gesehen. Ja, du spannst dann irgendwo eine Wäscheleine auf und dann hängt die Wäsche dort. Weißt du, alles friedlich. Im Fluss waschen. So. Wenn du dir vorstellst, weißt du, wir würden in der Natur leben. Allen geht's gut. Ein Garten da. Wald, Menschen, Tiere. Hund und Katze oder sowas, meine ich, weißt du? Jetzt nicht unbedingt Tiere zum, die halt wie hier Schweine oder so, die geschlachtet werden oder sowas, ne? Kann man machen, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht mein Ding oder so. Hühner. Ich will bloß sagen, vieles von dem materiellen Kram brauche ich nicht. Und ich habe jetzt auch gemerkt, wie gesagt, das war ein Teil von mir, der eben, ja, ich habe auch diese Tetrapacks gebunkert. Also Tetrapacks mit Hafermilch und solche Sachen. Aber das ist eher wie gesagt, das hat was mit Angst zu tun, dass ich das überhaupt gemacht habe. Wenn ich jetzt mehr wieder in der Ruhe komme, in meine Mitte und hinspüre, ja, um was geht's hier eigentlich? Was möchte ich? Was sind meine Sehnsüchte? Dann merke ich ja, deswegen spreche ich drüber, das Zeug brauche ich nicht. Ich habe auch noch mal Kaffee gekauft. Brauche ich nicht. Ich brauche die Tetrapacks nicht. Am Ende auch diese Haferflocken, die ich da gebunkert habe. Das ist alles aus der Angst heraus entstanden. Brauchen tue ich das nie. Weißt du, so diese inneren Bilder wie Wäsche, Garten, Hühner und was ich halt gesagt habe und natürlich ein glückliches Zusammensein mit anderen Menschen. Ne? Das ist es. Und gut, mir ist jetzt auch klar, ich will bloß noch mal kurz drüber reden. Thüringen kommt ja nur dann hoch oder immer dann, wenn Angst da ist
ich komme hier unter die Räder und ich gehe ein paar Schritte und merke, nee, scheiße, das geht dort nie. Dann sacke ich zusammen und denke an meinen Bruder in Thüringen und na, so, ja gut, Schweiß, loslassen. Es geht nie. Ja. Ich will nur den Mechanismus beschreiben. Der ist mir auch mittlerweile klar geworden, dass das immer dann, wenn Ängste da sind und so weiter, dann kommt das mit Thüringen. Und dann stecke ich auch in dieser Energie. Guck mir dann die Bilder an von meinem kleinen Bruder von früher und so weiter. Okay, wenn ich mehr in meiner Ruhe bin, in der Annahme bin, dann ruht das auch. Dann weiß ich und kann das akzeptieren. Nee, das ist Vergangenheit. Loslassen. Ja. Aber das ist halt immer wieder schwierig, neue Kraft zu finden. Weißt du, sich neu auszurichten. Eben nie von diesen, wenn da Widerstände auftauchen, ich irgendwo halt was Kleines mache und dann wird mir gezeigt, nee, darfst du wieder nicht. Naja, gut. Und dann sage ich ja, oh, das sehe ich ja, da hängt ein Plakat dort da an der Bushaltestelle, ne? Ja, mit Hoffnung und Sachsensofa und was weiß ich, naja. Und da sage ich bloß, das ist nicht, dass ich faul bin. Das ist, wenn ich merke, ich wäre ausgebremst, weißt du, naja, und dann kommt Angst und dann mache ich natürlich temporär, dann bin ich wie im Stillstand, wo nichts geht. Ja, aber das ist nie, weil ich faul bin. Sondern, ja, weil die Energie nicht da ist. So, und jetzt bin ich wieder dabei, okay. Zentrieren. Wieder auch Kraft schöpfen. Irgendwie, weißt du, innerlich. Ja, weißt du, die Bilder, die dazu kommen. Wie dieser Spruch. Das stimmt auch. Dort, wo das Herz glücklich ist, braucht es nicht viel. Und braucht es nicht viel, meine ich, Materielles. Grundbedürfnisse, Werkzeuge und so weiter, ja. Aber, ne? Ich hänge nie an irgendwelchen Möbeln oder an irgendwelchen... Hänge ich nicht. Das ist alles... Ja, will ich besagen, so, okay. Zentrieren, wieder. Ruhe finden. Ich sag nochmal, weißt du, das ist nie, das Problem ist nie, dass ich faul bin. Es ist immer wieder, wie gesagt, in der Vergangenheit. Und jetzt bin ich wieder dabei. Okay. Sammeln. Neu losgehen. Das habe ich mir vorgenommen, habe ich mir hier einen Zettel gemacht, ne? Und ich merke auch, jetzt habe ich die Energie, täglich Sport zu machen. Ja. Wenn ich aber durch die Ängste, wenn mich das überflutet, ich ein paar kleine Wege gehe und wieder kommt dann ein Stoppzeichen. Nee, oder der Kräutertrockner war auch so ein Auslöser. Ja. Ich will mich dann hier jetzt reinsteifen, versteifen, sag ich mal. Nee, möchte ich nicht. Aber ich möchte es schildern, was da immer passiert. So ein solcher Auslöser, ja, und da fällt alles zusammen. Dann Angst, ich komme unter die Räder. Also, dass ich Sachen, dass ich im Chaos hier irgendwie ich kann das nie bewältigen, weißt du. Also, das ist die Angst davor. Ja, und dann kommt
Thüring. Weißt du, so. Gut, jetzt hoffe ich. Irgendwie. Ja. Also hoffe ich, dass ich hier nie unter die Räder komme. Das ist, oh Gott. Die Angst ist halt da. Die ist da. Gut. Erstmal Schluss. Ich hoffe, dass es irgendwie weitergeht. Weißt du, das will ich bloß noch zum Abschluss, will ich das noch sagen. Ja, die Auslöser, die eben, wo mir dann gezeigt wurde, ja, da geht der Weg auch nie lang, ne? So, dann dachte ich auch eine Zeit lang an Entrückung. Deswegen bin ich auch in der Natur, naja, wie spazieren gegangen oder irgend sowas, also wandern gegangen. Einfach Dinge tun, die mir gut tun, aber das alleine schafft ja keine Lösung. Weißt du? So, aber ich habe das so gemacht, weil ich halt dachte, gut, in der Ruhe musste kommen und dann gibt es hier irgendwie Entrückung oder sowas. Und das ist plötzlich in einer anderen Welt, aber nee, die gibt's nicht. So, und dann eben, ja, kleine irgendwie Wege oder sowas, weißt du, wo ich was versuche. Auch, dass hier die Bäume, dass hier draußen alles weggerissen wurde, brutal, ne? Das macht ja mit mir auch was. Ne? Immer wieder, ja, scheiße, wird alles schlimmer. Weißt du, so, da kommt dann durch solche Sachen, kommt auch Thüringen, lande ich immer wieder dort. Gut. So, gucken. Täglich Sport machen. Ja. Das ist eben die Sache, ne? Einfach leben, unbedingt ja, das sage ich dazu. Ne? Aber wie du dorthin kommst, das sind meine Ängste. Ne? Bricht dir das Chaos aus, weil ich habe ja die Angst ist schon da und ich meine, braucht man bloß mal so auf die Ukraine gucken. Na, über Atomwaffen wird ja gesprochen und das ist, ja, kann man sich schon gar nicht vorstellen. Das sage ich auch bloß nochmal kurz, das ist schon meine Überzeugung. Der sichtbare Krieg für alle Menschen ist dort. Ja, also wie alle Menschen das wahrnehmen. Aber hier ist genauso Krieg. Wie gesagt, habe ich an anderer Stelle drüber gesprochen, weil es den Menschen nie wirklich gut geht. Den allermeisten. Da muss man bloß hingucken. Dort drüben, die alten Menschen, was ich erzählt habe, die Tochter von meinem Cousin, ne? Alleinerziehende Mutter mit zwei kleinen Kindern. Da geht es nicht wirklich gut. Auch den Kindern nicht. Ne? Und das geschieht hier tausendfach, millionenfach, muss man sagen. Deswegen sage ich, der Krieg ist längst hier. Auch der Krieg gegen die Natur, ne? Das kommt noch hinzu. Gut, ja, ich jetzt einfach mal drüber gesprochen. Ich werde erst mal versuchen, so gut wie es geht, in Bewegung zu bleiben.
Irgendwie, und wenn ich dort bei diesem kleinen Haufen, den ich dort auf so einer Brachfläche, wenn ich dort habe ich Laub hingeschafft und so weiter, und das mache ich weiter, einfach, ich bleibe in Bewegung. Ja. Wollte ich jetzt bloß mal sagen. Vielleicht hilft mir das auch zu sortieren oder so. Das, was ich da gestern und heute früh. Es knallt hier so. Und diese Angst hat mich gesteuert, und da habe ich diese Tetrapacks und so weiter. Wobei ich genau weiß, ich brauche das nicht. Ich kann Wasser trinken. Schon Tee, sagen wir mal so. Ne? Man kann sich verschiedenen aus Pilzen oder irgend sowas, ne? Macht man sich einen Tee. Solange wir Strom haben, ist die andere Sache. Ne? So kannst du Wasser warm machen. Ohne Strom wird es schon schwieriger. Ich kann bloß sagen, ich hoffe, dass ich hier nie unter die Räder komme. Das ist so. Und ich schiebe das auch jetzt, ich habe drüber gesprochen, weißt du, das ist das, was in meinem täglichen Ablauf immer wieder auch passiert. Ich weiß, gut. Immer wieder beiseite schieben. Anders geht's nicht. Immer wieder beiseite schieben. Das machen, was ich mir aufgeschrieben habe. Täglich Sport. Kraft schöpfen, weißt du? In mir selber. Ich schaffe das. Und ich möchte es natürlich mit anderen auch schaffen, weil alleine schaffe ich das nie. Ja. Nee. Kleine Gemeinschaft. Wir uns gegenseitig stützen können. Weißt du? Das ist es. Beispielsweise, das ist so mein. Ich tue es noch mal kurz sortieren. Ich habe es eigentlich formuliert. Einfach, einfach leben. So, die Vision ist klar. Die Vision ist klar. Es ist mir nur, mir ist eben nicht klar, mit welchen Schritten ich dorthin komme. Weißt du, was muss ich jetzt tun, damit dieser Stillstand. Weil dieses, naja, dieses Plakat, was da dort auf dem Sofa sitzen oder so, das ist nie, dass ich faul bin. Das sind die Ängste, die mich ausbremsen. Das ist es, wo ich dann, da ist die Energie weg. Na? So, und dort muss ich halt gucken. Gut, okay, wieder neu sortieren. Sport machen. Ja. Ich hoffe, dass das irgendwie hilft. Weißt du? Ja, und so merke ich eben diese Bewegung. Diese Tetrapacks, was ich jetzt merke. Ich brauche das Zeug nicht. Aber die Angst hat mich gesteuert. Die Angst, wenn ich hier alleine bin und dann wie, wenn du. Ja, Todesangst, ne? Wenn du, kann ich oder andere, ne? Ich würde das ja auch nicht, dass ich das jetzt für mich behalte oder irgend sowas. Ne? Was soll das? Ne? Aber da ist wie das Überleben erst nochmal gerettet oder so. Für ein paar Tage. Vollkommen sinnlos, ne? Eigentlich. Ob ich jetzt sterbe oder. Nachdem die Vorräte alle sind, das Ergebnis ist dasselbe. Na?
so ist das nun, wenn die Angst dich steuert. Okay, also ich hoffe, dass ich hier nie unter die Räder komme irgendwie. Was es geht. Ich möchte das nochmal ergänzen. Einfach leben und glücklich dabei sein. Nie durch Zwang, das kannst du sowieso nie. Du kannst keinen Menschen hier draußen dazu zwingen, einfach leben und dass der glücklich ist oder so. Vielleicht ist das nie denen so ein Ding und dann ist er nie glücklich, aber ich kann ja nur sagen, wenn ich in mich reinspüre, ja, ich brauche nicht diese Klospülung hier oder irgend sowas, ne? Die wilden Tiere machen es vor. Die machen ihr Zeug in der Natur. So ist das vorgesehen. So, ja. Warum sollen wir das nicht machen? Vorhin sagte ich das. So, ja, ich schaffe das. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Ne? Gemeinsam mit anderen, das ist klar. Ich schaffe das. So. Das ist nur die Angst. Ne? Wie gesagt, das ist nicht, dass ich faul bin oder irgend sowas. Das ist die Angst und Unsicherheit und dann lähmt mich das. Und ja, dann mache ich temporär wie nichts, weil ich es nicht schaffe, weißt du, energetisch, da hänge ich im Loch. So, jetzt merke ich, ist ein bisschen anders, so. Naja, so. Einfach leben und glücklich sein. Darum geht's. Und wenn ich es jetzt so reflektiere, wie gesagt, das ist das, was ich möchte. Das ist das, was ich möchte. Auch die inneren Bilder, die haben mir das gezeigt. Es ist nur die Angst davor, wie komme ich dorthin? Und die Angst davor, ich komme unter die Räder und wie gesagt, dann die Auslöser hier, die mich ausbremsen, da fällt alles zusammen, die Angst davor, dass ich irgendwelche Erfahrungen mache, die ich halt nie konfrontieren kann. Aber dort, wo ich, was ich gerne möchte, vom Herzen her, ne? Das ist mir klar.